Und ich dachte so, oh Mann, warum verlieren die ganzen Leute Sachen? Und ich habe den größten Fehler gemacht, Leute. Und guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einer weiteren Folge Aura. Und wir gehen direkt auf den Server. Ich habe heute einiges zu erzählen. Und deswegen bin ich heute auch alleine mal unterwegs. Und wir haben gerade den Zeus-Shader an. Oh Gott, da war direkt eine Hexe. Nein! Oh! Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, Leute, kurz, was ich eigentlich sagen wollte. Also, bitte sagt, dass da keine Hexe oder kein Monster ist. Also, oh mein Gott, es fängt an und ich bin direkt sofort tot. Oh mein Gott, ich hoffe, dass hier der Essensfarm weitergekommen ist, denn ich muss... Oh Gott, oh mein Gott. Alter Schwede, Leute, das ist doch nicht... Das ist nicht deren Ernst, oder? Okay, hier ist ein Kürbis. Oh, keine Samen. Hier sind drei Samen, die packe ich mal hier rein. Eier. Oh Gott. Ist hier unten drunter jetzt eine Farm? Ich weiß nicht, was sich schon wieder verändert hat. Ne, hier unten drunter ist gar nichts. Leute, wo ist die Farm? Ach du Scheiße. Ich bin das... Oh, da ist die Farm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und keine Mobs. Oh mein Gott. Danke, dass Tag ist. Danke, lieber Gott, dass es überhaupt Tag ist. Ist hier irgendwas gewachsen? Nein, es sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwas gewachsen. Scheiße, ich brauche aber dringend Essen und ich brauche... Oh, da ist ein TNT über dem Ding drüber. Alter, was ist denn eigentlich hier los? Wenn hier ein Creeper explodiert, dann geht alles in die Luft. Haben wir Knochenmehl? Nee. Haben wir kein Knochenmehl? Ich glaube nicht. Okay, erstmal kurz chillen. Puh, also, wir machen erstmal jetzt hier deswegen mal einen neuen Kürbis hier rein. Zack. Warte, nee. Zack, 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 zack. So, jetzt können hier neue Kürbisse wachsen. Okay, also, warum ich heute allein aufnehme? Ich habe einiges zu erzählen über dieses Projekt. Also, ich habe erstmal, muss ich in erster Linie sagen, ich habe das Projekt selber unterschätzt, wie man gerade wieder sieht. Ich war am Anfang so, habe ich so gedacht, ah, das wird alles kein Problem. Alle spielen schon vernünftig und keiner verliert was. Dann ist in der ersten Folge relativ schnell schon Mr. Moore die Melonensamen verloren gegangen, weshalb wir dann auch ein bisschen Nahrungsprobleme hatten, weil Melonen hätten wir echt super viel Nahrung gehabt. Also das war unser erstes Problem. Dann ist noch ein Lava-Eier verloren gegangen und so weiter und alle Leute haben was verloren. Und ich dachte so, oh Mann, warum verlieren die ganzen Leute Sachen? Und ich habe den größten Fehler gemacht, Leute. Also nicht unbedingt den größten, aber ich habe einen Riesenfehler gemacht. Ich war ja gerade eben in der Villager, im Villager-Dorf. Und in diesem Villager-Dorf, da, ich werde jetzt einfach Koppel fahren, bis hier das gewachsen ist. Das ist das einzige Sinnvolle, was ich machen kann. Okay. Und dabei reden. Okay. Auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Genau. Mir ist ein Riesenfehler passiert. Ich habe oben, ja, letzte Folge Erde auf die Dächer gebaut. Und als ich das gemacht habe, war scheinbar ein Lichtfeld oder so zu wenig. Und jetzt sind in dieser Stadt da Zombies gespawnt. Und alle Villager sind tot. Ihr habt es ja gerade gesehen. Alle Villager sind einfach tot. Und wir können neue Villager kriegen, wenn wir halt Häuser bauen mit Türen und so weiter und so fort, glaube ich. Müsst ihr mal ganz genau in die Kommentare erklären, das mit Villagern habe ich mich noch nie so richtig beschäftigt. Aber, ich glaube ja, man muss halt einfach nur genug Häuser haben mit Türen. Aber, es ist schon echt scheiße, dass jetzt die Villager tot sind. Aber ich hoffe mal, wir werden im PvP-Event da dann einen Villager dazu bekommen wieder. Oder halt was anderes, was wir brauchen können. Es gibt ja einige Sachen, die man gebrauchen kann. Und da kommen wir direkt zum nächsten Thema, das PvP-Event. Und das PvP-Event ist nächste Woche. Viele haben gesagt, es wäre schon am 19. Das ist aber allerdings falsch, weil am 19. wäre auch ein bisschen zu früh. Ich glaube, dann wäre die Welt einfach noch viel zu klein. Ich denke mal, nächste Woche wird die Welt auch was größer sein, da wo es eigentlich geplant ist. Und ja, ich denke mal, dann wird ein richtig lustiges PvP-Event stattfinden. Das erste PvP-Event wird so sein, dass wir alle Stöcke mit Rückstoß bekommen. Ja, und uns halt gegenseitig von der Plattform schubsen müssen. Und ja, das ist halt der Sinn der Sache. Dass wir halt uns da runterschubsen. Der letzte Überlebende kann sich ein Item aussuchen, was er dann quasi beansprucht. Und ein Item dürfen die Zuschauer auch
ein Item dürfen die Zuschauer auch dazu. Oh, jetzt wird gleich dunkel. Und die Schafe. Ich habe auch gehört, Adi hat ein Schaf getötet. Adi hat ein Schaf totgeboxt. Das heißt, wir haben jetzt jede Hoffnung auf ein Bett verloren. Nein, es wird dunkel und es ist nichts zu essen da. Das soll jetzt nicht. Das soll jetzt nicht wahr. Ich werde sterben, Leute. Ich werde sterben. Es wird dunkel. Und es ist einfach nichts zu essen da. Es ist. Oh mein Gott! Zombie-Pigman. Droppen die Schweinefleisch? Droppt der Schweinefleisch oder so? Keine Ahnung. Das hat auch jemand erzählt, dass Zombie-Pigman durch... Scheiße. Die Mobs werden kommen. Ich brauche Essen. Ich brauche Essen. Scheiße, ich brauche Essen, Leute. Ich brauche verdammt nochmal Essen. Ich bin auf der Suche nach Essen und werde sterben. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah ja, und eine Sache wollte ich noch ansprechen. Nämlich die Sache. Ich werde mich eh nicht voll regenerieren können. Never. Nie im Leben werde ich mich regenerieren. Okay, ich werde diese Folge echt um mein Leben bangen müssen. Oh mein Gott. Oh mein. Verdammt. Oh Gott. Scheiße, wie macht man nochmal? Oh Gott, warte ganz kurz, Leute. Ich gucke mir ganz kurz was an. Nämlich, wie man Kürbiskuchen macht. Okay, Kürbiskuchen könnte ich machen. Ich könnte Kürbiskuchen machen. Das mache ich jetzt auch. Ich brauche Zucker. So, Zucker. Der eine Kürbis ist schon wieder gewachsen. Die Kürbisse wachsen relativ schnell. Guck mal, ich habe den eben abgepflückt, da ist er direkt wieder neu gewachsen. Mega gut. Okay, ich kann zwar nur einen Kürbis, glaube ich, machen. Aber immerhin. Ein Kürbiskuchen nur machen. Aber immerhin. Oh, ein Stück Kuchen. Das wird mir nicht viel helfen. Das wird mir echt nicht viel helfen. Aber, oh Gott, ein Stück Kuchen hätte ich noch. Boah, Kürbiskuchen ist unsere Rettung, Leute. Kürbiskuchen ist unsere Rettung. Komm, bitte, Melone. Bitte, Melone. Ich beschwöre dich. Bitte mach wieder das, was du gerade gemacht hast. Das war einfach nur wunderschön. Melone, ich werde dich für immer lieben. Nein, dass unsere Schafe tot sind, ist halt auch echt scheiße. Was ist das? Die offizielle Holzkiste. Okay. Hier wächst ein Baum. Okay. Oh, so. Also, okay, das nächste Thema, was ich noch ansprechen wollte. Ich wollte in dieser Folge wirklich sehr viel ansprechen, weil ich habe sehr viel von euch gelesen, was ihr kritisiert habt. Und nämlich auch eine Sache ist, wenn ich mit anderen Leuten zusammen aufnehme. Oh Gott, da unten sind Monster. Das ist voll ein Monster. Ich werde mal in der Nacht den Rudo-Shader anmachen. Wie findet ihr so tagsüber den Zeus-Shader und nachts den Rudo-Play-Shader? Viele haben geschrieben. Wenn du mit Leuten gleichzeitig aufnimmst, dann achtet darauf, dass eure Folgen gleichzeitig online kommen. Das werden wir jetzt auch mal machen, immer wenn ich jetzt jemand anders aufnehme. Ich habe noch vor, mit Pixelwolf aufzunehmen. Ich habe noch vor, mit Dena, Tadel und Adi aufzunehmen, weil die sind ja bald auf dem Roadtrip. Und Izzy. Auf jeden Fall noch mit denen aufzunehmen. Und ich werde immer darauf achten, dass dann unsere Folgen zur gleichen Zeit online kommen, dass ihr beide gleichzeitig gucken könnt. Weil das war jetzt mit Gomme und so, das war immer so, die Folgen waren unterschiedlich online. Das war auch ein bisschen blöd. Weiß ich. Ich fühle mich gerade so nutzlos einfach. Oh. Kann ich noch mehr anpflanzen hier von dem Zuckerrohr? Das finde ich eigentlich ziemlich geil, das Zuckerrohr. Das Zuckerrohr ist geil. Das Zuckerrohr ist geil, 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 geil. Okay. Eine Spitzhacke, eine neue. Machen wir mal schnell. Wenn ein Kürbis gewachsen ist, also die Kürbisse, Leute, die Kürbisse werden die Rettung sein. Ich muss den anderen Leuten erzählen. Die Kürbisse sind unsere Rettung. Die Kürbisse werden die Rettung sein. So, das waren auf jeden Fall ein paar Sachen, die ich ansprechen wollte, damit ihr wisst, wie es jetzt in Zukunft abgeht. Das heißt, wir werden das ein bisschen cooler machen. So. Ganz kurz. Oh. Was geht hier ab? Was passiert, wenn ich jetzt das hier mache? Ah, dann ist alles pflanzt. Und dann können wir auch das hier machen. Perfekt. Sehr gut. So, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr von diesem wunderbaren Zuckerrohr. Hier können wir noch einen Erdblock ranmachen. So, überall. Überall muss Zuckerrohr hin. So, Zuckerrohr braucht... Oh, da ist der Kürbis. Leute, es ist soweit. Der nächste Kürbis. Die Kürbisse wachsen echt sauschnell. Die Kürbisse sind unsere Rettung. Leute, die Kürbisse sind die Zukunft. Ich hab's geschafft. Ich habe jetzt wieder so viel Leben, dass ich regeneriere. Leute, das ist einfach gerade so ein kleiner Erfolg nur. Aber für mich ist das gerade enorm viel.
Ich bin einfach nur mega froh. Okay, wir werden so viele Kürbisse anpflanzen. Leute, das muss ich den anderen Leuten noch verkünden. Ich habe auch schon viele Fehler in diesem Projekt gemacht. Zum Beispiel, wie gesagt, das mit den Villagern und so. Da ist schon ein Zombie. Ein Zombie. Bitte ganz viele Kürbisse anpflanzen. Essen. Beste Essen. Okay. Gut, das wird wohl jeder verstehen. So, wir haben jetzt unser Leben wieder voll regeneriert. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auf Monsterjagd, Leute. Jetzt gehen wir auf Monsterjagd. So. Zucker tun wir mal weg. Zack, zack. Zack, 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 zack. So, jetzt gucken wir mal, wie das Feld aussieht. Ist das Feld gewachsen? Ich glaube, nachts wächst das Feld überhaupt nachts? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Kürbisse wachsen auf jeden Fall relativ schnell. Und das ist auch schon mal gut. So, ist das eine Monsterfalle oder ist es einfach nicht geplant als Monsterfalle? Gibt es hier schon sowas wie eine Monsterfalle? Was ist das da vorne? Okay. Wenn so viele Leute etwas machen, das ist halt die große Herausforderung an diesem Projekt, dass so viele Leute hier gemeinsam an etwas, an derselben Sache was machen, und wenn einer einen Fehler macht, dann haben alle die Arschkarte sozusagen. Scheiße, ich habe jetzt schon wieder so wenig Essen, aber egal, ich gehe jetzt einfach weiter. Oder soll ich noch auf einen Kürbis warten? Ne, ist die Zeit vorbei. Wir gehen jetzt los, Leute. Wir haben jetzt genug Leben, jetzt gehen wir los. Diese Missgestalt von einer Hexe. Ich glaube, ich nehme den Bogen mit. Diese Drecksau. Die wird schon sehen, was hier... Eine Spinne ist durchgekommen. Hoi, verpiss dich, danke. Tschüss. Der Bogen ist da. Haben wir Pfeile? Ich sehe jetzt keine Pfeile, aber Fackeln sehe ich hier. Und die Fackeln nehme ich mit ins Villager-Dorf. Okay, los geht's. Oh mein Gott, Leute. Okay. Also man muss hier echt am Anfang Stück für Stück machen. Aber ich glaube, wenn wir die Kürbisse haben, die Kürbisfarm wird, glaube ich, die Zukunft. Alter, sind da viele Viecher. Ich habe so einen riesen Fehler begangen, Leute. Ich kann nicht mehr laufen. Okay, wenn ich nicht laufen kann, dann bringt es auch nichts, zu den Creepern zu gehen, weil dann wird alles explodieren. Da hinten, diese Plattform da hinten. Das war ich. Und das ist so ein riesen Fehler gewesen. Mann, ich ärgere mich einfach so dermaßen über mich selber. Ich muss in dieser Folge da hinten eigentlich das wieder gut machen, was ich falsch gemacht habe. Ich muss Dings. Scheiße, da hinten ist eine Hexe. Eigentlich müsste ich Dingens machen hier. Ihr wisst schon. Da hinten Fackeln hinsetzen, aber ich schaff's in dieser Folge nicht mehr. Und die Dreckshexe, Alter, die wird jetzt wieder Tränke werfen. Du kleine Dreckshexe. Komm her, du kleine Dreckshexe. Alter, warum der Zombie immer wieder durch die Wand durchschlägt, das ist mein Rätsel. Oh, die Hexe, die hat irgendwas Böses in der Hand. Oh nein, ich habe einen Kürbis zertrampelt. Mann. Na, jetzt wird diese Folge... Oh Gott. Aber die Folge hat es schon echt so... Nein, ich will dich nicht herunterschubsen, dann wäre alles Schwächen umsonst. Die wird eh runterfallen jetzt. Bei meinem Glück. Ja, war klar. War klar, aber... Da ist Rotten Flash. Das esse ich mir jetzt einfach. YOLO. Oh Gott, Leute. Gott. Wir müssen unbedingt die Kürbisse anpflanzen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ich werde das jetzt einfach für die Gemeinschaft das jetzt machen. Steinhacke. Okay, wir haben einen. Auf einen bin ich leider draufgetreten. Okay, die Kürbisse. Zucker, wir brauchen... Eigentlich müssen wir jetzt noch eine Monsterfarm hinkriegen mit Knochenmehl, dann die Kürbisse und das wäre alles super. Okay, auf jeden Fall, ich habe das Wichtigste, was ich eigentlich machen wollte, ist euch die ganzen Infos geben. Die ganzen Infos zu den Sachen, wie was passiert, wenn ich mit anderen Leuten aufnehme, dies und jenes und so fort. So, Steinkiste, da tue ich den Stein rein, falls jemand Kobbel braucht. So, wir müssen in diesem Projekt einfach mehr für die, also wir müssen gemeinschaftlich denken, ja. Und wir müssen in diesem Projekt einfach für die Gemeinschaft arbeiten, das ist halt das Wichtige. Und ja, ich denke mal,
Oh Gott, da ist ein Skelett mit einem Bogen. Ich lock mich einfach hier aus. Okay, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, auch wenn sie jetzt ein bisschen, ich würde sagen, sie war zwar spannend am Anfang, von Anfang bis Ende eigentlich, aber sie war ein bisschen was Ruhigeres. Aber es war mal wichtig, mir die ganzen Sachen anzusprechen. Jetzt geht auch die Sonne wieder auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine Wertung da. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Wir sehen uns morgen, wahrscheinlich morgen mit einem anderen wieder zusammen. Aber dann werden wir für die Gemeinschaft diese Insel aufbauen. Bis später, haut rein, Leute, und ciao.